Und willkommen zu meinem zweiten LP, Airfix Dogfighter. Ja, das ist ein Spiel aus dem Jahre 2000 und handelt von Flugzeugmodellen, die sich in einem Haus gegenseitig beschießen. Also erstellen wir erstmal ein neues Profil. Wir wählen unseren Namen. Blackie21. Und wir können uns Bilder auswählen. Sieht auch komisch aus. Der sieht aus, als hätte der Drogen genommen. Ernstes Gesicht. Auch komisch. Passt auch nicht zu mir. Nein. Dann nehmen wir wohl den Verrückten, der auf Drogen ist. Dann machen wir Login. Wie gesagt, von 2000. Hier sieht man auch die Modelle, die Airfix baut. Schön gemacht. Option, Grafik voll angestellt. Alles okay. Dann haben wir ein Malzimmer. Da können wir unsere Modelle lackieren. Wir können das Haus umgestalten. Wir haben eine Pilotenliste. Rang Grünschnabel. Wir haben ja 0 Punkte. Luftkämpfe gewonnen, 0. Bodeneinheiten zerstört, auch 0. Wassereinheiten versenkt, auch 0. Kollision, auch 0. Warum wird denn das gezählt? Das kann er verstehen. Wir sind noch ein Grünschnabel. Das wollen wir ändern. Wir gehen auf Kampagne. Wie gesagt, wir werden beide Kampagnen spielen. Wir haben einmal die Alliierten und die Sachsenmächte. Wobei es sich um Deutsche handelt. Wir werden erst die Alliierten spielen. In der Mission werden wir Modelle bekommen, die wir in der anderen Kampagne nicht zu sehen bekommen. Nicht verwenden dürfen. Da kriegen wir neue Modelle. Dann machen wir Mission 1. Volle Action. Einsatzbericht. Willkommen an der Front, Pilot. Zuerst musst du deine grundlegenden Flugkünste unter Beweis stellen. Starte vom Flugfeld Avalon in und folge den Anweisungen, die verschiedenen Objekte einzusammeln. Danach musst du dein Waffenglück gegen einige deutsche Einheiten testen, die sich im Hochlandsektor verirrt haben. Viel Glück, Grünschnabel. Toll. Primärziele. Sammel Farbe und Klebstoff ein. Suche dann ein neues Modell und die dazugehörigen Pläne. Sekundärziel. Finde den gelben Schlüssel. Zerstöre alle gegnerischen Modelle im Hochlandsektor. Das ist die zweite Etage. Gucken wir mal unser Modell. Wir haben einen Hurricane, wenn man so ausspricht. Man kann hier die Daten sehen. Man kann auch einmal die Geschichte des Modells lesen und beachten. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wird man gar nicht in dem Spiel dumm. Man lernt sogar noch was. Bei heutigen Spielen kann man kaum noch was lernen. Das sind unsere Waffen. Bar werden wir erst ganz gegen Ende bekommen. Da haben wir einmal die Atombombe, die Bombe, die Farben erkläre ich später. Fallschirmmine, Geschütz, Maschinengewehr, Partikelstrahl, Raketen, Silvester, Dinger ähnelnd. Dann haben wir Batterien und eine Verfolgungsrakete.
Okay. Ja, dann wollen wir mal starten. So, hier in dem Ladescreen sieht man noch ein paar Informationen. Ja. Ein schöner Ladebalken. So. Das Haus ist schön gestaltet. Das ist unser Modell. Links ist unsere Gesundheitsanzeige. In der Mitte einmal den Treibstoff. Komisch, wir haben Flugmodelle, Spielzeugmodelle, aber verbrauchen trotzdem Treibstoff. Das ist schön gemacht. Ja, dann haben wir unsere Primärwaffe. Das ist unser Maschinengewehr. Dann haben wir Sterne. Damit kann man unsere Waffen, Standardwaffen, aufwerten. Ja, als Sekundär haben wir noch keine Waffe. Und Geschwindigkeit. Wie gesagt, unser Modell ist aus. Ja, weil wir keinen Motor gestartet haben. Ja, dann haben wir unser Radar rechts. Was blinkt, müssen wir sammeln. Rot, Gegner. Grün, wir. Beziehungsweise unsere Einheiten. Ja, dann wollen wir mal. Erstmal anschmeißen. Und mal gucken, ob wir hochkommen. Juhu. Und hier geht's los. Und wir werden langsamer. Ja, so kleine Kleinigkeiten kann man machen. So, und jetzt ist die Maschine uns abgesoffen. Kein Problem. Kann man wieder anschmeißen. Wir werden mal nicht so schnell fliegen. Das lässt sich schön regeln. So, Klebstoff haben wir. Obwohl wir kein Fahrwerk haben, können wir trotzdem landen. Das ist irgendwie komisch. Naja. Einfach gehalten halt. So, und wir geben mal Gas. Und wir werden langsamer. Oi, kriegen wir's? Ja. Und wir werden erstmal. Oh, ja. Wie gesagt, so Gefäße kann man kaputt schießen. Wir sammeln uns mal gerade mal Sternchen. Und geben wieder Gas. Ja, wir müssen Bomben holen und Raketen, aber schießen immer ein paar Waffen kaputt. Oh, jetzt haben wir ein Reparaturkit geholt. Dann holen wir uns erstmal Bomben nach. Da oben ist auch noch was, was man kaputt schießen kann. Wie gesagt, man kann Gläser, Porzellan, alles was zerbrechlich ist, kaputt schießen. Und komm, wir wollen auch noch mal voran. Ui! So, haben wir das auch. Jetzt holen wir uns noch die anderen Sternchen. Ui! Boah! Und wir haben Schaden genommen. Und wir fliegen erstmal in Looping. So, haben wir erstmal das Licht ausgemacht. Ach, geh aus. Eins noch zu sagen, Menschen wird man hier keine sehen. Die sind nämlich alle in Urlaub. Da macht sich schon mal das Spielzeug etwas selbstständig. Jo. Um Türen zu öffnen, um bestimmte Türen zu öffnen, braucht man Schlüssel.
Das sind so einer wie der da vorne. Zu den Sternen. Man kann pro Mission 50 Stück sammeln. Am Anfang macht es noch nicht so viel Sinn, die zu sammeln. Denn, ja, so viele Sterne. Also die Mission ist zu kurz, um 50 Sterne zu sammeln. Bei jedem 10. Stern werden die Waffen aufgewertet. Sie sind grün hinterlegt, beim zweiten sind sie hellgrün, dann gelb, dann orange und dann rot. Je mehr Sterne man sammelt, umso mehr Schaden machen sie. Ja, wir sind jetzt im Moment gelandet. Wieder auch kein Fahrwerk. Ist kein Problem. Wir starten den Motor und geben einfach Gas. Also das ist bei dem Spiel ziemlich gut gemacht. Wir gehen wieder hoch. Wir reduzieren mal die Geschwindigkeit. So. Und bumm. Schon hat es eine Explosion gegeben. So, Reparatur. Schon mal eine Reparatur. Wenn man das Spiel mehrmals spielt, kann es sein, dass sich unter den gleichen Objekten immer andere Gegenstände verbergen. Deswegen nicht wundern. So, Kanonenmunition. Ja, das dürfte bekannt sein. Aus dem Folgen-LP. Jetzt ist uns die Maschine wieder verreckt. Also, wenn wir den Motor ausmachen, dummer Stern. So, was haben wir denn hier hinten noch? Nochmal Kanonenmunition. Ja, naja. So, sammeln wir da oben die beiden Sternchen noch. Ja, die Tür ist zu. Da können wir auch machen, was wir wollen. Da passiert nichts. Und schon wieder ist die Maschine aus. So, jetzt holen wir uns noch den 10. Stern. Und schon sind unsere Waffen stärker geworden. Sie sind hellgrün hinterlegt. Muss ich mal gucken, ob ich die mit einer Bombe erwische. Kleine Bombe, große Wirkung. Vor allem bei Bomben gibt es ein kleines Vorteil dadurch, dass die stärker sind. Man kann die Bombe auch ein bisschen daneben schmeißen. Ups, das wollte ich gerade nicht. So, jetzt haben wir die zerstört. Holen wir uns Geschütze, die gleich auch auf gelb aufgewertet sind. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müsste gleich Besuch bekommen. Da man schon. Und abgeschossen. Wie man gesehen hat, hat das gegnerische Flugzeug einen roten Schweif an den Flügeln. So kann man die Gegner etwas besser sehen und auseinanderhalten. Ja, und wir fliegen wieder zurück.
weil es gibt nichts mehr in der Mission. Einfach wieder auf der Landebahn landen. Ich mache das immer so. Motor aus. Und runtersinken. Wie ein Senkrechtstarter. Wenn das so in der Realität auch gehen würde. Hä? Was ist denn jetzt los? Normalerweise. Okay. Wir hätten ein bisschen weiter vorne landen müssen. So, neues Flugzeug, neuer Orden. Und wir haben, ja, ein bisschen was kaputt gemacht. Porzellan zerschossen, Kleber gefunden. Jo. So, Mission 2. Gefahr am Boden. Wir hätten mal nächste Mission machen. Beim nächsten LP. Wir gucken nun mal nach dem Modell. Und wir haben einen Typhorn. Bewaffnung besser. Und das andere müsste, glaube ich, alles gleich sein. Ja. Und wie gesagt, da hat man auch eine Geschichte. Das habt ihr sehr schön gemacht. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Oder bis zur nächsten Folge. Ja. Dann geht's weiter mit den kleinen Modellflugzeugen.